Willkommen zum ersten Podcast der Arbeitsgemeinschaft Politische Psychologie Hannover. Die Arbeitsgemeinschaft ist ein Zusammenschluss von Sozialwissenschaftlerinnen der Leibniz-Universität Hannover, der Hochschule Hannover, sowie weiterer Hochschulen und Institutionen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Neben den Forschungsschwerpunkten Nationalsozialismus und Gefühlserbschaft, Gewalt und Trauma, Gemeinschafts- und Feindbildungsprozessen, der Migrationsgesellschaft, Geschlecht und Sexualität, Arbeit und Subjektivität sowie neue Medien und soziale Bewegung veranstaltet die Arbeitsgemeinschaft in Kooperation mit der Volkshochschule Hannover wiederkehrend eine Reihe mit dem Titel Flucht, Asyl, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit in der Mitte der Gesellschaft. Die nächste Veranstaltung ist am Mittwoch, den 26. Oktober 2016 um 18.30 Uhr zum Thema Wir sind das Volk. Über die Spuren des Nationalsozialismus und des völkischen Denkens von AfD und Pegida. Referent ist der Sozialpsychologe Professor Dr. Rolf Pohl der Leibniz-Universität Hannover. Im heutigen Podcast unterhalten sich der Student der Sozialwissenschaften René Haag und Dr. Sebastian Winter über den Zusammenhang von Islamismus, Rechtsextremismus und Amoklauf. Sebastian Winter hat von 1998 bis 2005 Sozialpsychologie, Soziologie und Geschichte an der Universität Hannover studiert. Nach seinem Studium hat er unter anderem als Lehrbeauftragter und wissenschaftlicher Mitarbeiter an unterschiedlichen Universitäten gearbeitet, unter anderem der Leibniz-Universität Hannover, der Hochschule Hannover, der International Psychoanalytic University in Berlin, der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main, der ADA und Theodor-Lessing-Hochschule in Hannover und der Universität Bielefeld. 2012 schrieb er seine Dissertation mit dem Thema Geschlecht und Sexualitätsentwürfe in der SS-Zeitung Das Schwarze Korps. Aktuell hält er die interdisziplinäre Gastprofessur für kritische Gesellschaftsforschung an der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Viel Spaß beim folgenden Gespräch. Namen Sebastian. Wir haben uns heute getroffen, um eben uns zum Themenkomplex Islamismus, Rechtsextremismus und Amoklauf zu unterhalten. Mhm. Und so gibt ja schon die Überschrift so eine Andeutung, dass da einen gewissen Zusammenhang gibt. Vor allem jetzt, nachdem wir jetzt in letzter Zeit mehrere Gewalttaten auch hier in Deutschland hatten, wären aufzuzählen Würzburg, Ansbach und München. Mhm. Die hatten sowohl islamistische als auch rechtsextremistische Motivlagen. Erst heute gab es ja auch Razzien in Hildesheim gegen die salafistische Szene. Und es deutet sich eben ein Zusammenhang in der Überschrift zwischen diesen drei Punkten an. Ja, ich würde da auch einen Zusammenhang sehen. Also zunächst gibt es ja eine Ähnlichkeit auf Phänomenebene. Also in all diesen drei Fällen, wenn wir jetzt islamistische Anschläge, rechtsextreme Anschläge oder auch klassische Amokläufe nehmen, handelt es sich ja um einzelne oder kleine Gruppen von jungen Männern, die mehr oder weniger wahllos eine möglichst große Zahl von Menschen versuchen, in ihrem Alltag umzubringen und dabei in der Regel auch selbst sterben. In allen drei Fällen gibt es zudem auch ein mehr oder weniger großes gesellschaftliches Milieu, das die diskursiv unterstützt. Wesentliche Unterschiede, das ist aber wichtig, finden sich meines Erachtens vor allem in zwei Hinsichten. Einerseits die Frage der Organisation hinter islamistischen und rechtsextremen Anschlägen, stehen meist, aber auch nicht immer, Organisationen, die die Taten vorbereiten, anleiten, die Infrastruktur zur Verfügung stellen, während Amokläufe meist alleine oder nur zu zweit begangen werden. Der zweite Unterschied ist natürlich die unterschiedlichen Ideologien. Die Täter berufen sich auf unterschiedliche Weltanschauungen. Einerseits rassistisch-völkisches Herrenmenschentum, andererseits islamistischer Kampf gegen die Ungläubigen. Und auch bei Amokläufen, das ist interessant, zumindest bei einem Teil von ihnen, findet sich etwas Entsprechendes. Im Netz existiert so etwas wie eine School-Shooter-Szene, also School-Shootings, Amokläufe an Schulen, die das Selbstbild pflegt, eine Art Aufstand, der an den Schulen als Loser unterdrückten und Gedemütigten zu sein, die sich nun rächen. Also auch da gibt es ein, wenn auch virtuelles, aber auch da ein Milieu, was diese Anschläge ja stützt, was ihnen eine Ideologie quasi zur Verfügung stellt. Zum Beispiel hat sich der Amokläufer von München, du hattest ja die Fälle erwähnt, sehr intensiv in dieser Community bewegt und sogar den Tatort des School-Shootings von Winden, das war 2009 besucht, den Tim K.
war das, glaube ich. Und interessant an dem jetzt, also dem Amokläufer in München, ist, dass er sich zugleich auch auf den Rechtsextremisten Breivik bezog und sein eigenes Massaker ja auch am 5. Jahrestag von des Massenmordes von Utøya begangen hat. Also da haben wir sozusagen, das ist besonders spannend, weil da ist eine Kombination von einer rechtsextremen Motivation und einer School-Shooting-Szene-Motivation. Insofern würde ich sagen, es gibt da tatsächlich Ähnlichkeiten, aber auch wichtige Unterschiede. Mhm. Würdest du dann auch, weil du gerade auch München nochmal speziell hervorgehoben hast, würdest du dann den Fall in München, den Anschlag, auch als klassischen Amoklauf einschätzen? Und ebenso die in Ansbach und Würzburg, um das noch anzufügen? Ich hatte ja eben selbst den Begriff klassischer Amoklauf benutzt und das ist schon ein interessanter Begriff, weil ich glaube, man kann tatsächlich von so etwas reden wie klassischen Amokläufen, weil Amokläufe, auch so individuelle Amokläufe, ohne jetzt eine politische Ideologie dahinter, ja keineswegs rein individuelle oder spontane Triebdurchbrüche oder sowas sind. Man tickt halt aus, so wie man sich das vielleicht manchmal vorstellt, sondern sich an Regeln halten. Die folgen einem Skript. Es gibt bestimmte Verhaltensweisen, die dann zum Beispiel auch in so Internet-Communities ausgetauscht werden. Wie zieht man sich an? Welche Waffen benutzt man? Zum Beispiel bei den School-Shootings kleiden sich die Täter meistens als so Filmhelden aus Matrix oder aus Western mit langen Trenchcoats oder auch als so eine Art Elite-Polizisten oder Elite-Soldaten, so ganz in Schwarz, mit Vermummung. Und sie beziehen sich in ihren Abschiedsbotschaften auch explizit oft häufig auf vorhergehende Amokläufe oder vorhergehende School-Shootings. Das heißt, man kann, glaube ich, tatsächlich von klassischen Amokläufen reden, in dem Sinne, dass es da eine bestimmte Form gibt, ein bestimmtes Skript, dem die folgen. Der in München, würde ich sagen, ist teilweise, passt der da rein. Da ist ja genau diese Kombination, der kombiniert. Der Täter hat quasi verschiedene Einflüsse kombiniert. So einerseits die Art, wie ein School-Shooting abläuft. Das heißt, es werden junge Leute umgebracht, es wird ja an einem öffentlichen Ort gemacht. Und andererseits aber halt auch eindeutig an Breivik Anleihen nimmt. Insofern kombiniert er da sozusagen zwei verschiedene Skripte. Mhm. Und interessant ist, dass halt das zusammengeht, was wiederum auf vielleicht auch sozialpsychologische Gemeinsamkeiten dieser Taten hinweist. Würdest du das auch übertragen auf die Anschläge in Ansbach und Würzburg? Nein, nach allem, was man bisher weiß, sind ja in Würzburg und Ansbach ist in beiden Fällen islamistisch motivierte Anschläge gewesen. Ein wichtiger Unterschied zu dem in München. Ich würde sagen, die haben beide bedienen auch die oder nehmen auch die Anleihen an bestimmten Vorbildern. Das in Würzburg, der Anschlag in dem Zug, erinnert schon sehr an die Anschläge in Israel, diese Messer-Intifada-Anschläge, also halt ohne Schusswaffen, einfach mit Messern und Beilen auf irgendwelche Leute um einen rum losgehen. Der in Arnsbach, da hatte der Täter ja eine Bombe in einem Rucksack versteckt, was zum Beispiel sehr erinnert an den Anschlag in Boston bei dem Marathon. Also auch da, das sind auch keine völlig neuen Erfindungen, sondern die machen etwas nach. Aber ein LKW, ein Fahrzeug als Waffe zu benutzen und in eine Menschenmenge zu fahren, ist ja auch etwas, was vor allem aus Israel, aus den Anschlägen, ja, sehr bekannt ist. Mhm. Also was ich halt immer wichtig finde, ist zu betonen, dass solche Anschläge folgen einem Plan, einem Skript, einem Ablaufmodell. Und das denken sich die Täter auch nicht ganz individuell aus, sondern das zirkuliert sowieso in den entsprechenden Communities. Mal abgesehen von dem Punkt, dass sie alle drei eben gewissen, wie du es gesagt hast, Skripten folgen, sind sie noch in anderen Punkten irgendwie vergleichbar in ihrer Motivlage? Ja. Das ist ja, glaube ich, gerade das, was die Gemeinsamkeit ausmacht, dass es eine ähnliche sozialpsychologische Haltung oder Stimmung ist, die sich in ihnen ausdrückt. Da kann man vielleicht davon ausgehen, als Ausgangspunkt der Antwort nehmen, dass sich die Täter, was sich bei den Tätern ja fast immer um junge Männer handelt, um Adoleszente, die sind immer so 17, 18, 19, manchmal auch ein bisschen älter, aber es sind immer recht junge Leute und es sind fast immer Männer. So. Und
ihre bewussten und erklärten Motive sind sehr verschieden, je nach den entsprechenden Ideologien. Ein Islamist begründet anders seine Taten als ein Rechtsextremer, ein Schoolshooter begründet sie auch anders. Aber ich glaube, latent, auf einer affektiven Ebene, gibt es da durchaus etwas Gemeinsames. Alle teilen den Wunsch, quasi gottgleich und allmächtig zu sein, und alle anderen oder halt gezielt ausgewählte Feindgruppen. Ich hatte anfangs gesagt, es wird versucht, mehr oder weniger wahllos Leute umzubringen. So wahllos ist das ja teilweise gar nicht. Aber auf jeden Fall ganz viele andere Leute niederzumetzeln und selbst quasi dabei gottgleich zu sein. Und das verweist meines Erachtens darauf, dass diese Taten durchaus ähnliche, ja sagen wir, Lösungsangebote in Anführungsstrichen darstellen für Konflikte. So, und Lösungsangebote für Konflikte meine ich jetzt nicht irgendwelche Persönlichkeitsstörungen, irgendein maligner Narzissmus, schlechte Kindheiten oder ähnliches. In so eine Richtung werden ja häufig vor allem die School-Shootings begründet, ne, dass dann nachgeforscht wird, hat der Täter irgendeine Persönlichkeitsstörung, und dann wird von den forensischen Psychologen alles Mögliche diagnostiziert. Im Endeffekt ist es aber meistens nicht klinisch auffällig. Also das Irritierende ist ja gerade, dass die Täter meist nicht manifest schizophren sind oder eine sehr schwere Depression haben oder Borderliner sind oder was es sonst alles an Erklärungsansätzen gibt, sondern dass sie relativ normal sind. Also Lösungsangebote für Konflikte meine ich jetzt nicht in so einem individualisierenden Sinne. Da gibt es irgendeine individuelle Persönlichkeitsstörung, sondern es handelt sich um strukturelle Konflikte, mit denen mehr oder weniger jeder in dieser Gesellschaft zu tun hat. Und um was es sich da handelt, was sozusagen versucht wird, mit solchen Taten zu lösen oder was solche Taten dann auch so attraktiv macht, das ist ja eigentlich das, was die Sozialpsychologie interessiert. Warum sind solche Taten so attraktiv? Warum wollen junge Leute das machen? Warum fangen die an, im Internet danach zu recherchieren, beschäftigen sich ganz viel damit, beschäftigen sich mit vorherigen Taten, lesen dann die entsprechenden Ideologien dazu und entwickeln so eine Faszination für diese Taten. Diese Faszination ist das, was mich interessiert. Nicht zuletzt, weil diese Faszination sicherlich wesentlich weiter verbreitet ist als die Taten selbst. So, das gibt's auch aus der School-Shooting-Forschung zum Beispiel. Gibt es die Beobachtung, dass auf jedes tatsächliche School-Shooting gibt es zig von angedrohten School-Shootings. Also es beschäftigt offensichtlich sehr intensiv die Fantasien. So, nur wenige setzen dann tatsächlich um. Aber es beschäftigt sehr die Fantasien. So, und das liegt meines Erachtens daran, dass diese Taten oder die Fantasien über diese Taten halt nicht anknüpfen an irgendwelche ganz individuellen Störungen, dann wäre es für viel weniger Leute interessant, sondern dass sie anknüpfen an etwas, an sehr allgemeine Konflikte. Und dieser allgemeine Konflikt, das hat, glaube ich, etwas zu tun mit einer Kluft zwischen einerseits der modernen, der neoliberalen Aufforderung, verwirkliche dich selbst, und dem damit verbundenen Versprechen, also mach dein eigenes Ding, geh deinen eigenen Weg, pass dich nicht an, sei nicht unterwürfig, so, was das Subjekt ja sehr aufwertet, und gleichzeitig dem Scheitern, dass dieser Anspruch natürlich in der gesellschaftlichen Realität nicht erfüllt werden kann, dass gerade angesichts aktuell fortschreitender Wirtschaftskrise, Sozialstaatsabbau etc., es zwangsläufig zu Enttäuschungserfahrungen kommt, also dass wir da eine Kluft haben zwischen einerseits eine Anrufung an das Subjekt, verwirkliche dich selbst, und andererseits der Erfahrung des Scheiterns, so der Kränkung, die halt dann auch erstmal als individuelles Scheitern erlebt wird. Das ist, glaube ich, eine Kluft, ein Konflikt, der besonders im Übergang zum Erwachsenwerden in der Adoleszenz besonders schmerzlich erfahren wird, wenn plötzlich klar wird, das funktioniert nicht. Ich kann mein Ding nicht machen, die Gesellschaft hält ihr Versprechen nicht. Und daraus kann dann sehr Verschiedenes entstehen, wenn ich das noch kurz ausführen kann. Man kann depressiv werden, das wäre eine Möglichkeit. Es kann auch ein politischer Protest gegen die Zumutungen entstehen. Also gerade emanzipatorische Bewegungen sind häufig getragen von diesem jugendlichen, narzisstischen Anrennen gegen die Zwänge der Gesellschaft. Die Gesellschaft verspricht, hier, du kannst dein Ding machen, verwirkliche dich selbst, und
gleichzeitig erfüllt sie dieses Versprechen nicht. Da kann ein Protest draus erwachsen auch. Es kann aber auch dazu führen, dass eine Selbstaufwertung gesucht wird durch den Anschluss an ein mächtiges Kollektiv, zum Beispiel eine Nation. Da werden wir dann strukturell beim Fall von Nationalismus, extremer Rechter oder auch an die Oma im Fall des Islamismus. Oder aber, vielleicht auch und, es kann auch resultieren halt in Taten grandioser und mörderischer Selbstverwirklichung in Form von Amokläufen, von Massakern, in dem das Selbst sich dann als allmächtig erfährt. So, also es gibt sozusagen, das wäre die Perspektive, die ich anlege, es gibt sozusagen einen strukturellen Konflikt, der auch etwas zu tun hat mit gesellschaftlichen Entwicklungen, mit gesellschaftlichen Zuständen und wie die Subjekte jeweils darauf reagieren. Dafür gibt es unterschiedliche Angebote, könnte man fast sagen, unterschiedliche diskursive Angebote, unterschiedliche Ideologien, wie damit umzugehen ist. Das hast du ja angesprochen, dass du oder angedeutet, dass in diesem nicht verwirklichen, in diesem gescheiterten oder Verwirklichungsversprechen, die wir in unserer Gesellschaft irgendwie die Subjekte haben und daran eben scheitern, dass darin eine gewisse Grundlage ist, um sich an Ideologien irgendwie oder sich Ideologien anzueignen. Würdest du das als eine der Rollen der Ideologien sehen, also Rechtsextremismus oder Dschihadismus, Islamismus, oder haben die Ideologien selbst noch eine andere Rolle? Na, ich würde sagen, Ideologien kann man auf zwei Arten sich angucken. Einerseits auf einer kognitiven Ebene im Sinne von falschem Bewusstsein, im Sinne ganz klassischer Ideologiekritik, wo es darum geht, dass sie erklären, wie die Welt funktioniert und woher das Leid in der Welt kommt, und sie erklären es falsch, weil sie an der Oberflächenerscheinung hängen bleiben. Das wäre die eine Ebene. Die andere Ebene wäre, Ideologien zu betrachten als Rationalisierung von eigenen Gefühlen, Affekten, sagen wir mal. Das heißt, sie geben nicht nur eine falsche Erklärung der Welt, sondern auch eine falsche Erklärung des eigenen Gefühlslebens. Und auf dieser Ebene habe ich eben eher argumentiert, also es wird versucht, über zum Beispiel so etwas wie einen Nationalismus ein Gefühl von Versagen, von Kleinheit, von in ewige Konflikte verstrickt sein, das unbewusst zu halten, das wegzudrücken und stattdessen sich großartig zu fühlen im Kollektiv. So, das wäre in dem Sinne die Funktion von Ideologie. Da wir gerade über Ideologien reden, würdest du auch gewisse ideologischen Überschneidungen und eine Nähe zwischen eben Islamismus und Rechtsextremismus sehen? Ja, da haben wir eben im Vorgespräch schon viel drüber geredet. Erstmal ja, offensichtlich. Also offensichtlich gibt es da eine Nähe, jenseits der politikwissenschaftlichen Frage, ob man jetzt Islamismus als eine Spielart des Rechtsextremismus einschätzen kann. Unterschwellig verbindet Pegida, die patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes, meines Erachtens sehr viel mit ihren angeblichen islamistischen Gegnern. Das lässt sich auch erstmal auf der Phänomenebene einfach sehr offensichtlich feststellen. Also die Geschlechter- und Sexualitätsentwürfe, in denen eine männliche Herrschaft wieder restituiert werden soll, ist beiden gemein. Also von Familien mit männlichem Oberhaupt bis hin zu den Sklavinnen des IS. Auch die Begeisterung für starke autoritäre Regierungen und gegen dieses Gelaber der Demokratie ist beiden einig. Und bei beiden auch bei gleichzeitigem Selbstverständnis als rebellische Bewegung gegen die Herrschenden, die einen zu verdummen versuchen. Also die Lügenpresse, welche die wahren Verschwörungen verschweigt, ist jetzt ein Slogan, der zwar eher aus dem Pegida-Spektrum kommt, aber Islamisten könnten sich da, glaube ich, prima anschließen. So, das ist eine ähnliche Haltung. Konformistische Rebellion wurde das in der kritischen Theorie genannt. Also dieses, man versteht sich selbst als eine rebellische Bewegung gegen die da oben. Zugleich strebt man aber selbst sehr autoritäre Regierungsformen an, die halt aber im Einklang sein sollen mit dem Willen des Volkes, was halt als homogen unterstellt wird. Was auch gemeinsam ist, ist die mehr oder weniger klammheimliche Hoffnung auf den apokalyptischen Endkampf. Das finde ich ein sehr zentrales Moment. Also sowohl die extreme Rechte als auch der Islamismus, die sehnen sich nach einem Krieg. Die hoffen auf so etwas wie einen Endkampf. So, das ist sowohl Nazis, Dorfjugendliche oder brave Nachbarn, die Flüchtlingsheime anzünden, als auch die NSU-Nazis oder Breivik, die einen Rassenkrieg auszulesen hofften. Aber auch die Islamisten mit ihren weltweiten Terrorakten, die hoffen ja alle quasi auszulösen, dass daraus jetzt der entscheidende Endkampf
entsteht, in dem natürlich das Gute siegen werden. So, wo klare Verhältnisse hergestellt werden, wo Gut und Böse sich klar gegenüberstehen. So ein bisschen wie bei Herr der Ringe mit die Menschen versus die Orks. So, das ist, glaube ich, so eine Welt, die beide letztlich anstreben. Wo ganz klar ist, wer ist Freund, wer ist Feind, schwarz-weiß. Und natürlich ein bisschen abstrakter, beiden gemeinsam ist auch die Propagierung von Gemeinschaft statt Individuen mit ihren egoistischen Lüsten. Und da kämen wir dann auch zu den sozialpsychologischen Erklärungsweisen, School-Shootings, also diese Privatkrieger, School-Shooter sind da, glaube ich, nochmal ein bisschen anders, aber zumindest im Islamismus und im Rechtsextremismus ist ja die Propagierung der Gemeinschaft, in der das einzelne Subjekt sich auflöst, in der es aufgeht, sehr zentral. Und da gibt es halt den sozialpsychologischen Ansatz der Massenpsychologie, um sich genauer anzugucken, wie das affektiv eigentlich funktioniert, so eine Gemeinschaft. Also die Massenpsychologie ist ja ein Konzept, das hat Freud schon 1921 in einem Text Massenpsychologie und Ich-Analyse beschrieben, aufgrund der Erfahrung des Ersten Weltkriegs. Das war das, was er verarbeitet hat in diesem Text theoretisch. Und als Beispiele, die ihn vor allem interessiert haben, ging es um das österreichische Heer und die katholische Kirche. Das waren sozusagen die beiden Massen, wie man damals sagte. Heute wird man vielleicht eher sagen Kollektive oder in dem Fall sogar stark organisierte Kollektive. Und was Freud interessiert hat, ist, wie werden die eigentlich zusammengehalten? Wieso laufen die nicht auseinander? Wieso versuchen Soldaten nicht massenhaft zu desertieren, zum Beispiel? Sondern warum folgen die der Fahne? Das war offensichtlich, dass das nicht nur durch Zwang passiert, sondern dass das was affektiv auch am Werk ist, was die zusammenhält. Adorno hat das später auf den deutschen Nationalsozialismus dann bezogen, auch da dieses Phänomen, die Volksgemeinschaft, die nationalsozialistische Volksgemeinschaft war nicht nur zusammengehalten durch den Terror der Gestapo, wie es dann manchmal entschuldigend heißt, sondern da war ein affektiver Antrieb, die wollten zusammenhalten, das hat etwas gebracht, einen psychischen Gewinn. So, und das versucht die Massenpsychologie zu erklären, was das eigentlich ist. Und Freuds spannende Idee, die ich immer noch für sehr aktuell halte, mit natürlich Aktualisierungsnotwendigkeiten und so, aber im Grunde nach wie vor sehr brauchbar, ist die Vorstellung, dass in so einer Masse, wie es damals dann hieß, oder ich sage jetzt mal im Kollektiv, wie zum Beispiel in der Nation, ein ganz spezifischer Bindungsmodus entsteht, der sich unterscheidet von zum Beispiel einer Freundschaft oder einer Liebesbeziehung. Auch das wären typische Bindungsmodi zwischen Menschen. In einer Masse funktioniert das anders. So schon auf der Phänomenebene, die meisten Leute kennen sich überhaupt nicht in so einem Kollektiv. Deshalb können sie nicht befreundet sein von der Art, wie eine Freundschaft affektiv funktioniert, also eine libidinöse Bindung. Sondern das Spannende ist, dass die Bindung in so einer Masse funktioniert über den Bezug auf etwas Drittes. Also was die massenpsychologische Bindung unterscheidet von einer Freundschaft, nehmen wir das mal als Gegenüberstellung, ist der Bezug auf etwas Drittes, auf ein gemeinsam geteiltes Ideal, einen Führer, der das Ideal verkörpert. Der Führer war natürlich dann besonders, wenn es um den Nationalsozialismus ging, interessant. Aber es kann auch ein Ideal sein. Also das schreibt Freud auch selbst immer, das Vaterland, der Bezug auf das Vaterland kann das sein, was die Masse zusammenhält. Und die Idee dann ist, dass die gemeinsame Idealisierung dieses Ideals, dieses Führers, weil alle Massenmitglieder diese Idealisierung teilen, können sie sich miteinander identifizieren. Da hätten wir zwei verschiedene Bindungsmodi. Das Vertikale wäre die Idealisierung und horizontal die Identifizierung der Massenmitglieder untereinander. Und dadurch entsteht ein ganz spezifisches Gefühl, nämlich ein Gefühl von Einheit, von Zusammengehörigkeit, was beschrieben wird dann häufig mit diesem Begriff Kameradschaftlichkeit. Also Kameradschaftlichkeit trifft, glaube ich, sehr viel besser diese massenpsychologische Bindung als Freundschaft zum Beispiel. Und das Wichtige nun ist aber, dass dieses Gefühl von Einheit nur aufrechterhalten werden kann, wenn alles, was dieses Gefühl stört, ferngehalten wird von dem Kollektiv, von der Masse. Weil die Mitglieder der Masse fühlen sich zwar dann als Massenmitglieder, als einzelne Zellen quasi nur der großen Organisation, als kleine Teilchen
des großen Ganzen. Zugleich bleiben sie aber ja Subjekte mit allen möglichen Konflikten, mit egoistischen Wünschen, mit Wut auf Herrschaftsstrukturen etc. Und all das muss ferngehalten werden von dem Kollektiv, sonst wird das emotional nicht funktionieren. Und deshalb braucht die Massenpsychologie immer noch einen zweiten Mechanismus, nämlich die Projektion. Die störenden affektiven Impulse müssen projiziert werden auf etwas anderes, auf einen äußeren Feind. Deshalb haben massenpsychologische Kollektive immer auch Feinde. Das funktioniert gar nicht ohne. Es kann kein Nationalgefühl geben, ohne auch eine Feindschaft. Wie subtil auch immer, das kann sehr unterschiedliche Formen angeben. Das muss nicht unbedingt eine mörderische Feindschaft sein, aber es muss immer eine Feindschaft geben, auf die all das Störende, in der Regel halt vor allem egoistische Lüste einerseits und die Wut auf eigene Entbehrungen, eigene Kränkungen etc. verschoben werden können. Jetzt haben wir ja über ideologische Gemeinsamkeiten gesprochen und du hast jetzt auch gerade erwähnt, wie wichtig es Feindschaften zu sind. Welche Rolle würdest du denn beim Antisemitismus sehen, bei diesen zwei? Ja, der Antisemitismus ist, wenn es um die Feindbildung geht, sicherlich sehr zentral. Der Antisemitismus im Unterschied zu anderen Feindbildungen, zum Beispiel rassistischen Feindbildungen, ist ja, dass im Antisemitismus die Feindschaft gilt der Verschwörung von denen da oben. Der Antisemitismus klagt nicht, wie der Rassismus, irgendwelchen Abschaum da unten an, Leute, die nicht dazugehören sollen, irgendwelche armen Flüchtlinge, so, sondern er klagt in seinem Selbstverständnis die Herrschenden an, die Überlegenen, die Banker, die Lenker der Welt, diejenigen, die die Weltverschwörung stützen. Und das massenpsychologische Kollektiv braucht so einen Feind, auf den auch diese Empfindungen verschoben werden können. Es würde ja nicht funktionieren, wenn zum Beispiel die eigenen Führer angeklagt werden würden. So, dann würde das mit der Idealisierung nicht hinhauen. Deshalb braucht das massenpsychologische Kollektiv immer Feinde außen, die als die da oben dienen. Und da hat die Juden, das Stereotyp der Juden, eine lange Tradition, genau dieses Bild abzugeben. Und das ist auch etwas, was Islamismus und Rechtsextremismus teilen. Also beides sind antisemitische Ideologien. In der expliziten extremen Rechten, also im Kameradschaftsspektrum oder bei der NPD, ist das ganz offen, der Antisemitismus. Im Islamismus ist er auch ganz offen. Bei dem, was Rechtspopulismus genannt wird, also AfD zum Beispiel oder auch Pegida, ist es häufig etwas komplizierter. Strukturell ist auch da der Antisemitismus als Ressentiment fundierte Form einer Feindschaft gegen die da oben notwendig. Der ist wirklich quasi notwendig, es geht gar nicht ohne und kommt deshalb auch zuhauf vor. Also in der AfD ja zum Beispiel zuletzt in den Diskussionen um Wolfgang Gedeon, den Abgeordneten im Landtag von Baden-Württemberg, der ganz offen antisemitisch argumentiert. Zugleich gibt es aber auch, etwa bei Frauke Petri, eine positive Bezugnahme auf Israel als Bollwerk gegen den Islam. Also da ist ein bisschen komplizierter. Ich glaube, das Letztere ist zu erklären dadurch, dass der Antisemitismus hier auf die Muslime projiziert wird, in einem ersten Schritt, und man selbst dann als geläuterte, moralisch reine und überlegene Deutsche erscheinen kann und sich selbst wahrnehmen kann. So kann man der Auseinandersetzung mit dem deutschen Antisemitismus aus dem Weg gehen und sich halt im Kollektiv wieder rein und gut und einheitlich fühlen. Gibt's nichts, was da ein Makel ist. Weil aber da der Auseinandersetzung mit dem Antisemitismus aus dem Weg gegangen wird, es ist dann halt wenig überraschend, dass die Judenfeindschaft auch in der AfD an allen Ecken und Winkeln wieder hervorschaut, wieder auftaucht. Deshalb dieses, wo sich ja auch zur Zeit so ein bisschen die Forschung so ein bisschen schwer tut bei der Einschätzung, ist die AfD eine antisemitische Partei oder nicht, weil es halt diese beiden Positionen gibt, die aber meines Erachtens halt zusammenhängen. Ja. Da wir gerade über Masse gesprochen haben davor, du hattest auch am Anfang mal den Begriff der virtuellen Masse benutzt. Hab ich. Ja, und da würde es mich jetzt interessieren, du glaubst, dass eben diese virtuelle Masse für solche islamistisch motivierten Einzeltäter, inwiefern das für die eine Rolle spielt? Da sie ja offensichtlich sind ja die beiden Fälle in Würzburg und Ansbach, da wird ja häufig argumentiert, dass sie eben nicht geschickt wurden vom IS, also dort nicht infrastrukturell irgendwie ausgestattet wurden. Ob das da einen Zusammenhang gibt? Ja, also dieser Begriff der virtuellen Masse ist
sehr wichtig. Wenn ich jetzt von Massenpsychologie geredet habe, habe ich eigentlich damit fast immer eine virtuelle Masse gemeint. Das ist auch das bisschen das Problem an diesem Begriff der Masse. Man stellt sich da immer vor, so eine Versammlung von Tausenden von Menschen, wie bei einer Demo oder so, die auf einem Platz da zusammenstehen. Das ist nicht gemeint, sondern da ist der Begriff der virtuellen Masse sehr viel brauchbarer. Der versucht zu fassen, das ist ja nur auf das Gefühl der kollektiven Zusammengehörigkeit durch die gemeinsame Idealisierung ankommt. Und das kann medial vermittelt sein. Das meine ich ja virtuell. Also man kommt nicht real zusammen, man sieht sich nicht, sondern es ist medial vermittelt. So im Nationalsozialismus über den Volksempfänger, heute natürlich über das Internet, was eine ganz zentrale Rolle spielt. Es kann aber natürlich auch über Schrifttum oder so vermittelt sein. Heute ist sicherlich da das Internet das zentrale Vermittlungsmedium. Da sind halt die Ideologien abrufbar, da sind die Ideale abrufbar, da kann man sich die Diskurse aneignen, die Ideologien, und sich dann virtuell halt als Teil dieser Masse fühlen. Dafür ist es nicht notwendig, für dieses Massengefühl ist es sowieso nicht notwendig, dass man einer konkreten Organisation angehört. Wenn wir zum Beispiel die Brandanschläge jetzt auf die Flüchtlingsheime nehmen, da gehören ja die wenigsten der Täter irgendeiner rechtsextremen Organisation an, sondern die fühlen sich einfach dem deutschen Kollektiv zugehörig, was sich jetzt wehren muss gegen den Zustrom der Flüchtlinge, das Zersetzende. Und dafür ist eine Organisation gar nicht notwendig. Deshalb gibt es auch rechtsextreme oder islamistische Anschläge, die ähnlich wie Amokläufe quasi von Privatkriegern unternommen werden. Die fühlen sich aber virtuell zugehörig zu einem größeren Ganzen. Und der IS nutzt das ja auch sehr gezielt, indem er direkt dazu auffordert, hier, ihr gehört zu uns, wenn ihr auch ganz individuell und ohne Kontaktaufnahme Anschläge durchführt. Ich würde mich jetzt wieder mehr darauf konzentrieren, wie denn solche Gewaltausbrüche entstehen. Du hattest vorhin schon einige, vor allem gesellschaftliche Faktoren angesprochen, eben diese Versprechung der Gesellschaft, vor allem der neoliberalen Gesellschaft, dass die eben immer zwangsläufig scheitern müssen und daran auch die Menschen versuchen, damit umzugehen. Mhm. Wo würdest du denn noch Faktoren sehen, die solche Gewaltausbrüche mit begünstigen? Also etwas, was da in dem Zusammenhang immer wieder angeführt wird, ist natürlich die Frage der Erziehung. Also denn doch wieder der Kindheit gibt es bestimmte autoritäre Erziehung zum Beispiel oder sehr ingrade die Idee, eine vaterlose Erziehung, die dann schuld daran ist, dass die Kinder sich schon so entwickeln. Das halte ich für sehr problematisch oder bin ich sehr zurückhaltend. Was meines Erachtens eine viel spannendere entwicklungspsychologische Phase ist, ist die Adoleszenz. So, weil in der Adoleszenz, also dem Jugendalter, dem ja interessanterweise die meisten Täter angehören oder der Spätadoleszenz, die meisten Taten werden so am Ende der Adoleszenz begangen. Und die Adoleszenz, also die Zeit der Ablösung von der Familie, der Entwicklung von Eigenständigkeit, der Entwicklung von Antworten auf die Fragen, wer bin ich, was will ich überhaupt, wo sehe ich meine Position in der Welt, das ist ja die Hochphase von narzisstischen Krisen, von Größengefühlen, von Kleinheitsgefühlen, von Selbstzweifeln oder aber auch Genieverdacht gegen sich selbst. So, und in dieser Adoleszenz werden die vorherigen Erfahrungen, die Kindheitserfahrungen nochmal sehr grundsätzlich umgearbeitet. Natürlich ist die Kindheit nicht ohne Wirkung auf das spätere Leben, das ist eine psychoanalytische Binsenweisheit, aber erst in der Adoleszenz und den da folgenden Umarbeitungen der früheren Erfahrungen werden sich auch die Ideologien angeeignet. Also kaum ein Kind beschäftigt sich intensiv mit islamistischer Ideologie, auf jeden Fall nicht eigenständig. Es wäre nochmal spannend, sich anzugucken, was eigentlich passiert mit Kindern, die zum Beispiel in Familien in der extremen Rechten aufwachsen. So, aber das ist auch bei den Tätern, über die wir hier reden, in der Regel nicht der Fall. Die eignen sich meist erst in der Adoleszenz die Ideologien an, werden oft gegen den Willen der Eltern ja auch dann zunehmend islamistisch oder rechtsextrem. Oder keine Eltern wollen, dass das Kind ein Schoolshooter wird. Deshalb finde ich spannend, eher was da passiert. Und du hattest gefragt nach Einflussfaktoren oder so. Der zentrale Einflussfaktor da ist, welche Ideologien, mit denen der Jugendliche in Berührung kommt, sind gesellschaftlich anerkannt. Welche Ideologien findet er annehmbar? Also gibt es ein Umfeld, in dem bestimmte Positionen vertreten werden
oder halt auch nicht. Ich habe auch ein bisschen drauf abgezielt. Du hast ja eben gerade gesagt, wie wichtig die Erziehung ist. Inwiefern wird denn auch die Erziehung, wenn so eine autoritäre Erziehung irgendwie besteht in einer Familie, inwiefern denn da vor allem sowas wie patriarchale Familienstrukturen oder gesellschaftliche Kälte einen Einfluss haben auf so eine Erziehungsform? Sicherlich. Ich habe aber ja gerade eigentlich eher darauf abgezielt, dass die Erziehung gar nicht so einflussreich ist, wie häufig angenommen wird. Das finde ich ist manchmal in der Forschung zu oder auch in der populären Meinungsbildung geht das zu schnell. Die Annahme, dass sich da etwas grundlegend an den Erziehungsformen geändert hat und deshalb die Kinder so austicken, quasi. Mhm. Da bin ich mir nicht so sicher. Vor allem, weil ich glaube, dass das wesentlich später eigentlich passiert, und zwar gerade in der Zeit, wo der Einfluss der Eltern sowieso schwindet, langsam. Ohne jetzt zu sagen, dass das auch frühkindlich oder kindliche Erziehung unwichtig wären. Aber der Punkt, den ich mir angucke, entwicklungspsychologisch, ist, wie passiert das, diese Aneignung von Ideologien in der Adoleszenz? So, also wie werden da zum Beispiel Ideologien angeeignet, die auf Massenpsychologie und Projektion basieren, und wie die den Jugendlichen dabei helfen, quasi sie von Konflikten und Ambivalenzen zu entlasten, heldische Heil- und Ganzheit versprechen, von der Mühsal der Selbstkritik entlasten und gleichzeitig so Größengefühle pushen im Kollektiv. Dann halt, das denke ich, ist interessant, auch deshalb, weil die Täter, sowohl im Islamismus als auch im Rechtsextremismus, auch bei School-Shootings, ja Allerweltstypen sind. Also gerade keine in irgendeiner Weise psychisch besonders auffälligen Figuren. So, oder Leute, wo man sagen könnte, okay, die haben jetzt eine sehr spezifische Erziehung zum Beispiel genossen oder erlitten. Was noch dazu kommt, ist, dass es teilweise als quasi Katalysator, als Auslöser für die Taten nochmal spezifische narzisstische Erschütterungen gibt. Also sowas wie Verlust von Ausbildungsplatz oder bei dem Täter von Arnsbach, der hat einige Tage vor seiner Tat einen Abschiebebescheid bekommen. Sowas kann nochmal so einen auslösenden Faktor haben. Aber auch da ist das nicht die Ursache, sondern es ist das, was auslöst. Mir ist es wichtig, nicht zu so einer Vorstellung zu kommen von Selbstmordanschläge oder Amokläufe, die geschehen nicht aus Verzweiflung, so, sondern die sind etwas länger geplantes, sie entstehen gerade nicht aus Verzweiflung, sondern aus dem Gefühl einer Großartigkeit heraus, einer Überlegenheit, quasi einer Gottgleichheit fast. Interessanterweise ist diese Vorstellung, Selbstmordanschläge entstehen aus Verzweiflung, im deutschen Kontext wird die interessanterweise vor allem immer dann angebracht, wenn sich die Anschläge gegen Juden und Jüdinnen in Israel gerichtet haben. Da ist das ein sehr verbreitetes Erklärungsmuster. Die palästinensischen Jugendlichen, die da die Anschläge machen, die sind halt so verzweifelt. So, das kann man irgendwie auch verstehen. Und mir ist es da sehr wichtig, darauf zu beharren, dass die Ungeheuerlichkeit der Taten in keinem Verhältnis steht zu den natürlich tatsächlichen auch narzisstischen Kränkungen und so, die die Menschen erfahren haben. Aber dass die narzisstischen Kränkungen, die da verarbeitet werden, relativ normale Kränkungen sind, wie sie jeder in der Adoleszenz durchlebt und nicht irgendetwas besonders Katastrophales. Also die Persönlichkeitsstruktur der Täter oder auch deren Leidenserfahrung stehen in keinem Verhältnis zu der Ungeheuerlichkeit der Taten. Es ist ja bei den meisten Taten auffällig, dass es sich immer um junge Männer handelt. Du hast es am Anfang des Gesprächs auch mal einmal hervorgehoben. Stimmt, du wolltest noch auf Patriarchat. Ja, und das würde mich auch interessieren, wo du denn den Zusammenhang siehst eben zwischen diesen Gewalttaten und dem Geschlecht, da es ja echt häufig junge Männer sind. Genau, das ist, glaube ich, sehr zentral. Dazu hat, denke ich, Rolf Pohl die wichtigsten Beiträge oder alles Wichtige dazu eigentlich schon gesagt. Männlichkeit, so wie sie hier kulturell konstruiert ist, weist eine gewisse Affinität zu solchen Taten. Aus Rolf Pohl beschreibt halt als essentiellen Bestandteil von Normalmännlichkeit, so nennt er das, eine paranoide Abwehrkampfhaltung. Und paranoide Abwehrkampfhaltung meint eine auf Projektionen beruhende Abspaltung von als weiblich gefundenen Persönlichkeitsbestandteilen, die einen dann wiederum von außen bedrohen. Also bei der Projektion, wie wir das vorhin bei der Massenpsychologie hatten, ist ja immer das Prinzip, etwas Eigenes wird auf etwas Äußeres projiziert und erscheint dann als Eigenschaft des anderen
was einen von außen bedroht, wogegen man sich wehren muss. Und die Idee ist jetzt, dass Männlichkeit genau so funktioniert, dass sie beruht auf einer Abspaltung von Weiblichen, deren Projektion auf Frauen, weshalb daraus folgt, dass die hegemoniale männliche Heterosexualität oder der hegemoniale Bezug auf Weiblichkeit affektiv sich auszeichnet durch eine höchst ambivalente Mischung aus Faszination, Angst, einem Gefühl von Bedrohlichkeit, von einer latenten Gewaltbereitschaft, einem Gefühl von, man muss sich da auch gegen wehren, gegen die Übermacht der Frauen. Und der daraus eventuell resultierende Habitus von Härte, Verachtung und auch Selbstverteidigung, wie er vor allem in so männerbündischen Organisationen dann gepflegt wird, zum Beispiel beim Militär, hat halt eine strukturelle Affinität zu den Akten und Ideologien, über die wir hier reden, deren Täter ja auch ihre Taten als, ja, als soldatische Heldentaten quasi empfinden. Also da gibt es sozusagen eine, tatsächlich eine Ähnlichkeit, so wie in der Adoleszenz dann die Männlichkeit sich konstituiert. Die Adoleszenz ist ja auch die Phase, wo sich die Geschlechtsidentitäten dann festigen, fixieren. So, deshalb ist auch die Frage von Geschlecht bei diesen 17-, 18-, 19-Jährigen etwas unheimlich Zentrales. So verbunden mit Ängsten, mit Unsicherheiten etc. Und die Art, wie Männlichkeit dann als paranoide Abwehrkampfhaltung eventuell sich konstituiert, ist anschlussfähig an diese soldatische Haltung, wie sie sich dann zeigt in den Taten, über die wir hier reden, über dieses Rittertum. Breivik hat sich als Ritter vorgestellt. Natürlich können die Ideologien, also rechtsextreme oder islamistische Ideologien, auch für Frauen attraktiv sein. Das will ich damit überhaupt nicht bestreiten. Erstens, weil Frauen nicht grundsätzlich psychisch anders gestrickt sind, also auch Frauen gesellschaftlich als Frauen wahrgenommene Menschen können natürlich sich auch diesen männlichen Weg des Umgangs mit den eigenen Affekten aneignen. Es ist ihnen aber kulturell nicht nahegelegt. Also welche Lösungsangebote für die narzisstischen Krisen der Adoleszenz jeweils Jungs und Mädchen kulturell nahegelegt werden, das ist tatsächlich ein Unterschied. So, und deshalb, und Männern, den Jungs, wird halt genau, so ist Rolf Pohls Argument, diese paranoide Abwehrkampfhaltung strukturell nahegelegt, den Frauen nicht. Militärische Gewaltausübung gehört meist nicht zu den Weiblichkeitsidealen, während zu den Männlichkeitsidealen durchaus. Interessanterweise eine Identifikation und Verschmelzung mit dem Kollektiv, diese massenpsychologische Einheit, das ist etwas häufig, zum Beispiel von einigen rechtsextremen Frauengruppen, sehr verbunden wird mit Weiblichkeit. Also gerade die subjektlose Einheit, so da ist dann ein Verbindungslied, wie rechtsextreme Ideologie durchaus mit Weiblichkeitsvorstellungen zusammenpasst. Jetzt haben wir ja gerade darüber gesprochen, dass vor allem eben Männer in der Adoleszenz dazu neigen, solche Gewalttaten zu begehen. Jetzt gibt es vor allem, wenn wir hier in Hannover bleiben, diesen Fall des 15-jährigen Mädchens, das eben einen Polizisten am Bahnhof angegriffen hat, ja, mit einem Messer. Da ist jetzt auffallend, du hast vorhin auch schon davon gesprochen, dass die Erziehung eben nicht so wichtig ist. Und bei ihr ist auffällig, sie ist halt von Anfang an in einer salafistisch-islamistisch orientierten Familie aufgewachsen. Und zusätzlich hat sie weibliches Geschlecht. Wie kann man das erklären, dass es so stark aus diesem Muster ausbricht? Also zwei Punkte. Das erste, diese Frage, was ist eigentlich mit Kindern, die wirklich in einem ideologisch gefestigten Elternhaus aufwachsen, also ideologisch gefestigt jetzt im Sinne extrem rechts oder islamistisch. Das ist meines Erachtens noch viel zu wenig erforscht. Das gibt es ja nicht nur im Bereich Islamismus, sondern auch in der extremen Rechten gibt es ja ein ganzes Kulturangebot für rechte Jugendliche mit Zeltlagern und so weiter. Es gibt eine ganze Menge Kinder, die so aufwachsen. Das ist erschreckend, viel zu wenig erforscht. Kann ich leider gar nicht so richtig was zu sagen. Das müsste man wirklich nochmal sich genauer angucken. Natürlich bleibt das nicht ohne Folgen für die Kinder. Also wenn die Kinder quasi seit ihrer Kindheit tatsächlich nur mit entsprechenden Ideologien konfrontiert sind, lernen, dass alles andere böse ist und deshalb man sich damit gar nicht ernsthaft beschäftigen muss, dass das Schmuddelkram ist, dann ist halt nicht der Punkt, dass sie erst in der Adoleszenz
sich die Ideologien aneignen. Da wäre dann die Adoleszenz natürlich wieder die Chance, sich eventuell doch den Absprung zu schaffen. Gerade in dem Punkt, in dem Fall oder in den Fällen, aber auch sonst natürlich, kommt da eine ungeheure Bedeutung auf Schulen und Sozialarbeit und sowas zu. Also als die einzigen Möglichkeiten, um überhaupt etwas anderes, andere Vorstellungen an die Kinder ranzutragen oder an die Jugendlichen, wenn sie da familiär überhaupt nichts anderes mitkriegen. Das ist der zweite Punkt, dass es ein Mädchen war. Naja, wie gesagt, es ist nicht so, dass die weibliche Psyche oder so daran hindern würde, solche Taten zu begehen. Geschlecht ist keine Persönlichkeitseigenschaft, so, sondern auch was ich hier für Männlichkeit beschrieben habe, mit der paranoiden Abwehrkampfhaltung, da geht es ja um einen Umgang, ein Lösungsmuster für bestimmte Konflikte. So für diese narzisstischen Adoleszenzkonflikte in erster Linie. Und auch die Mädchen können eine kriegerische Haltung entwickeln. Das lässt sich auch politisch ausschlachten. Also wenn wir uns zum Beispiel den BDM im Nationalsozialismus angucken, da wurden ja durchaus den Mädchen bestimmte Attribute zugestanden, Verhaltensweisen zugestanden, die vorher eindeutig männlich assoziiert waren. Also zum Beispiel dieses auf Fahrt gehen, am Lagerfeuer sitzen, marschieren, raus aus dem Elternhaus, sich nicht nur auf Haushalt fixiert sein, sondern da Abenteuer erleben können, fernab der Eltern, im Wald zelten, solche Aspekte. Und zusätzlich natürlich dann ideologisch vermittelt, aufgeladen mit einer großen politischen Bedeutsamkeit. Es gab die Möglichkeiten, Mädelführerin zu werden, also auch eine Führungsposition einzunehmen. Und die Frauen, die dann später in Erinnerungsberichten davon erzählt haben, beschreiben das immer als eine Erfahrung von Befreiung, von fast etwas wie einer Emanzipation, einer Befreiung vom Elternhaus, einer Selbstaufwertung. Natürlich kann das auch für die Mädchen attraktiv sein. Mein Argument war nur, dass es meistens tatsächlich den Mädchen nicht nahegelegt wird, kulturell diesen Weg zu gehen, sondern traditionell halt den Jungs. So, die Kriegerin ist etwas, was auch in der rechtsextremen und auch in der islamistischen Szene kein besonders verbreiteter Weiblichkeitsentwurf ist, aber existiert durchaus. Mhm. Von daher ist es auch nicht überraschend, dass hin und wieder auch Anschläge von Frauen verübt werden. Glaubst du denn, dass die Zunahme oder auch die gefühlte Zunahme der Gewalt derzeit real ist oder imaginiert? Oder vielleicht beides sogar? Da muss man, glaube ich, auf die unterschiedlichen Formen achten oder gucken. School-Shootings, also klassische Amokläufe, sagen wir mal, klassische Amokläufe von Adoleszenten, nehmen nicht zu. Das lässt sich statistisch zeigen. Es gab in den 90ern einen großen Anstieg in der Folge von dem Columbine-Attentat an der Columbine High School. Das hat eine ganze Welle in den nächsten Jahren von Nachahmungstaten ausgelöst. Da kommen wir wieder auf diesen Punkt mit den Skripten zurück. Also es ist möglich, dass so eine Tat, die medial besonders breit dann verbreitet wird, dass die dann als Vorbild genommen wird und es viele, viele Nachahmungstaten gibt, die sich daran anlehnen. Das ist inzwischen aber statistisch gesehen wieder abgeebbt. Was zurzeit sicherlich zunimmt, ist der islamistische und der rechtsextreme Terror. Das ist sicherlich so. Das liegt einfach daran, dass die Bewegungen, die Ideologien insgesamt stärker werden und dann natürlich auch die entsprechenden Taten. Wo würdest du denn vor allem den Vorteil darin sehen, eben inwiefern die psychoanalytische Sozialpsychologie zu einem Verständnis solcher Phänomene beitragen kann? Ja, vielleicht erstmal umgekehrt, was sie nicht kann. Weil das finde ich auch wichtig zu betonen. Die Idee ist nicht, dass die psychoanalytische Sozialpsychologie politische Bewegungen erklären kann. Oder so, das ist Aufgabe der Politikwissenschaften oder auch der Soziologie. Was die politische Psychologie oder die psychoanalytische Sozialpsychologie beitragen kann, ist erklären, warum bestimmte politische Bewegungen affektiv attraktiv sein können, warum die eine psychische Sogwirkung ausüben können, was sie für einen psychischen Gewinn bringen, sich denen anzuschließen. Das ist das, was die psychoanalytische Sozialpsychologie kann. Und
was auch eine Politikwissenschaft zum Beispiel nicht kann, weil dafür braucht man eine Theorie über Affekte, über das Unbewusste, eine Subjekttheorie halt im weitesten Sinne, und darüber verfügt halt die Psychoanalyse. Dann vielen Dank für das Gespräch, für das erhellende Gespräch, Sebastian. Ja, vielen Dank auch.